Und natürlich möchte ich euch hier nicht alleine lassen. Beziehungsweise alleine weitermachen. Das ist klar. Aber Kohle, Kohle, Kohle muss sein. So, jetzt gehen wir hier mal lang. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, ne? Purpurroter Zylinder. Der sieht bestimmt ganz nett aus, bringt mir aber gar nichts. Einfach aus dem Aspekt her, dass er halt schlechter ist als mein Federhut. Es war eine solche Freude, meinem Vater nach all diesen Jahren zu helfen, seine Stimme wiederzuhören. Ich kann gar nicht in Worte nicht, egal wie hoch wir springen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich sie vermisst hatte. Ich muss gestehen, dass mich die Reaktion der Hüter überrascht hat. Ich hätte damit rechnen müssen. Wie können sie tatenlos dastehen und nichts tun, wenn doch so viel Gutes mit in ihrer Macht liegt? Wie kann Professor Rackham sich anmaßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Sie alle sind so unverfroren, über mein Werk zu urteilen, ohne wirklich begriffen zu haben, was ich da geschaffen habe. Ich habe jedoch noch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich mich ihr geben, will ich zu ihr gehen, vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Bis ich jedoch sicher bin, muss ich meine Arbeit allein fortführen, wenigstens für den Moment. Aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe, die mir gewährt wurde, ebenso versteht, wie meine Pflicht, sie anzuwenden. Für den Augenblick will ich sicher verwahren, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich es mit anderen, die wie ich sind, teilen können. Hast du was gefunden? Ein Tagebuch. Isadora war hier. Revelio. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ne? Es war zwar nicht so geplant, aber ich denke mal, das wird halt schon so passen. Aber wenn ich da hoch muss, dann will ich erstmal hier hoch. Mega Power Trank ist voll. Dafür, dass ich den am Anfang so viel gebraucht habe. Und den extrem krass in meinem Raum der Wünsche gefarmt, beziehungsweise. Revelio. Nach all den Stufen bin ich ganz schön außer Atem, aber dieser Anblick war es wert. Alter, warum nehmt ihr Vollidioten keinen fucking Besen? Ich habe das Gefühl, das kommt in den nächsten zum Einsatz. Okay, da muss ich was kaputt machen. 1, 2, 3. Aber das ist noch nicht hier. Noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt durchbrechen. Wir oder ich? Revelio. Ich fühle, wie meine Fertigkeiten von Tag zu Tag wachsen. Nie habe ich ein stärkeres Gefühl von Sinnhaftigkeit verspürt. Ich weiß, dass ich dazu bestimmt bin, das zu tun, was ich gerade tue. Die Zahl der Seelen, deren Leid ich lindern konnte, nimmt täglich so viel Schmerz. Ich habe auch erkannt, dass diese Magie selbst in gewisser Weise bestätigt, dass ich das Richtige tue. Jedes Mal, wenn ich auch nur einen Hauch von diesem Nebel einatme, spüre ich, wie ich mächtiger werde. Es ist, als würde ich für meinen Mut belohnt oder dafür, dass ich diese Magie für den Zweck verwende, für den sie bestimmt ist. Den Schmerz von anderen nehmen und deine Macht steigern, hört sich irgendwie böse an.
Ich fürchte jedoch, dass ich einen Weg finden muss, zu lagern, was ich in diesem Moment nicht nutzen kann. Ich verstehe seine Macht noch nicht vollkommen und will nichts dem Zufall überlassen. Ich habe eine Idee, sie ist nicht ohne Risiko, aber ich glaube, das Risiko ist es wert. Gute Nachricht? Es klingt eher beunruhigend. Confringo, gepinkt! Confringo! Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Also ein bisschen eitel ist er ja schon. So, erstmal gucken, was wir hier haben. Dieser Ort kann doch nicht nur Isadora gehört haben. Aber das Triptychon führte uns her. Nicht identifiziertes Outfit. Okay. So, das, das und hier. Ich nehme mal, die drei müssen wir in irgendeiner Weise... Noch eine Rune. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend runisch können. Konflikt! Rebellion! Okay, kann ich das aufmachen? Habe ich das schon gemacht? Nee, ne? Gut, dann machen wir so. Ein weiterer von Isadora geschaffener Bereich? Isadora muss hier mit alter Magie geübt haben. Wie konnte ich mich nur so täuschen? Die Schulleiterin weigert sich mir zu helfen. Ich habe versucht, es ihr zu erklären, aber sie ist ebenso wie die anderen blind für die Möglichkeiten, die sich in dem verbergen, was ich tue. Ich habe nun erkannt, dass ich mich auf mich selbst verlassen, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen kann. Aber heute bin ich eine mächtigere Hexe als je zuvor. Und das habe ich der Arbeit, die ich getan habe, zu verdanken. Ich werde nicht zulassen, dass das Potenzial meiner Magie ungenutzt bleibt, wie es die Hüter verlangen. Ich gebe zu, dass ich manchmal zweifle, ob ich je in meinem Leben jemanden finden werde, mit dem ich dieses große Werk teilen kann. Falls nicht, werde ich Trost in der Tatsache suchen, dass ich ihnen einen Pfad gegeben habe, dem sie nach mir folgen können. Ein Pfad, von dem sie lernen können. Vielleicht gelingt es ihnen zu vollbringen, was ich nicht kann. Die ganze Welt heilen. Rivelio, die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Vielleicht kann ich das tatsächlich. Das letzte Stück für das Triptychon. Wir haben es geschafft. Hätte Isadora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber hast du eben schon gesagt. Ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen. Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Nutze den magischen Gang. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass hier noch etwas alte Magie läuft. Rebellion. Ich will mal was gucken. Ich will mal gucken. Die grünen Dinger geben eh nicht so viel Geld. Das bedeutet, die kann ich, glaube ich, bis zum hervorragend, außergewöhnlich.
So, ich will erstmal hier was gucken. Ich mache erstmal so ein paar grüne Sachen weg, die wirklich schlecht sind. Guck mal, 80 auf 60, das ist doch schon klar, dass das nichts wird. 78 könnte tatsächlich interessant sein, wenn ich da noch eine Verbesserung reinballer. Da muss ich tatsächlich gleich nochmal nachgucken. So, das sieht alles. 88. Ja, sehe ich dann später. Aber ich will halt wirklich die anderen Sachen, die halt nicht grün sind. Nicht weghauen. Benutze den magischen Gang. Ach, das ist so... Lumos. Ganz viele Kessel. Revelio. So, ich bleib tatsächlich erstmal hier. Slytherin und der... Keine Ahnung, was das ist. Leviathan? Ich weiß es nicht. Oh wei. Was geht mir denn da jetzt schon wieder gerade ab? Dass uns das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Warte, was? Ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Alter, diese Brille. Oh Mann, warum sind immer die guten Gegenstände so ultra hässlich? Was ist denn? Finden wir es raus. Das ist jetzt wie beim Kacken. Wenn sie ein Troll wäre wie ich, würde ich das eiskalt machen. Hehehe. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Na dann. Probieren wir es mal, Mausebein. Ja, setzen Sie sich. Isidora! Wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Kann es sein, dass wir da nicht den Schmerz nehmen, sondern die schmerzvolle Erinnerung? Danke. Was auch gefährlich sein kann, in einer Welt, wo man keine Schmerzvollen... Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Ja, dieses Grinsen. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren?
Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Ach, Isadora, Mädchen. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung. Das Porträt. Ich denke, Isadora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja, du hast recht. Ich glaube, wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isadora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Ich meine, wir können es probieren. Warum wollten die Hüter Isadora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Ich habe eine ganz komische Vermutung. Also ich verstehe es tatsächlich auch nicht. Ich will es eigentlich jetzt gerne wissen. Aber die werden wahrscheinlich schon irgendeinen Grund haben. Ich habe einen von Renrocks Bohren in einer Mine an der Küste gefunden. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich Sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für Sie. Lodgok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn finden. Das ist auf jeden Fall korrekt. Werden wir später machen mit Sebastian oder mit den Hütern reden. Wir müssen erstmal Lodgok helfen. Aber ja, das wird der Fall sein. Warte mal, ich kann doch schnell reisen. Warum nutze ich das nicht? Aber vorher erstmal in den Raum der Wünsche. Ein paar Sachen upgraden und die Dingsbums entzaubern. Vielleicht kann ich ja was finden. Aufregende Neuigkeiten. Das sieht gut aus. Das sieht alles sehr gut aus. Ja, Deke, Entschuldigung. Aber Sekunde, bitte. Ich muss mich erstmal kurz um meine Ausrüstung kümmern. Es ist voll verbessert. Toll, Hausmaske. Das sieht falsch aus. Sieht aber auch nicht viel besser aus, also. Oh, cool. Okay, der sieht auch nicht schlecht aus.
Okay, der sieht auch scheiß elegant aus. Zweifarbiger Hausumhang. Lederner Wintermantel. Es ist schwierig. Der lederne Wintermantel sieht vom Aussehen her ganz gut aus. Da muss ich noch ein bisschen sammeln. Sieht aber... Ich lasse es erstmal so. Die, was denn los? Neuigkeiten. Hallo, Dick. Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee. In der Tat. Dick weiß, dass sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest? Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Natty erwähnt hat. Hinter dem sollen Harlow und die Wilderer her sein. Das würde Deke nicht wundern. Wenn Deke davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Na, dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Als ob meine Hände besser wären. Wie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Deeks altem Meister geschehen ist. Deek hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Na gut. Machen wir aber später. Ich will jetzt tatsächlich noch mal nach Hogsmeade zu meiner Debbie. Wo ist denn mein Stapleon Söhne, Honigtopf? Schnabel und Brut. Besenknecht Sonntagssaat. Die drei Besen. Eberkopf. Ich will doch einfach. Ist mir eigentlich auch egal, wohin. Ich will einfach nur mein Zeug erstmal verkaufen. Gibt es hier wieder einen speziellen Zauberer? Entschuldigung, aber ich will einer alten Frau helfen. Was ist denn los? Ist alles in Ordnung? Oh, was für ein Segen. Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Buckbrook. Und nein, nichts ist in Ordnung. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Hazel? Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Sie verlässt den Wald nur ungern. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerbissen. Oh, ihr Fell ist prächtig. Nun, als ich das letzte Mal bei ihr war, wurden wir von einem Wolfsrudel brutal angefallen. Hazel, treu wie sie ist, sprang vor mich, um mich zu schützen. Ich fürchte, dabei könnte sie verletzt worden sein. Es tut mir leid, das zu hören. Ich will ihr helfen, aber sie scheint sich versteckt zu haben. Aus Angst, nehme ich an. Ich weiß, dass Sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Vielleicht können Sie meine Einhornfreundin finden und sie an einen sicheren Ort bringen, damit sie gesund werden kann. Ich halte nach Ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie in Sicherheit, wenn ich sie finde. Das ist doch Sie schön. Haben eine gute Seele. Sowas erkenne ich sofort. Aber bitte bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Ich weiß nicht, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass Ihre Höhle nördlich von Hogsmeade liegt. Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte, kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch das glänzendste und schönste Fell der ganzen Herde hat. Na dann... Nicht vergessen, man erkennt sie am strahlenden Fell.
Hallo, Katzenlady. Ich muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Sie scheint in Schwierigkeiten zu sein. Ich will doch einfach nur in den nächsten Kackladen, um irgendwas zu verkaufen. Hallo, kommen Sie ruhig herein. Ich muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Sie scheint in Schwierigkeiten zu sein. So, erstmal alles wegmachen hier. Was fort ist, ist fort. Kann ich mir noch irgendwas kaufen? Nee, ne? Schuluniform ist ein klein bisschen besser. Die Maske auch. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei. Ich glaube, ich habe kein gutes Auge für Mode. Ich will's gar nicht wissen, was ich mir da gerade reingezogen habe. Oh mein Gott. Mache ich später. Oh mein Gott, das sieht alles so hässlich aus. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich mache die Aufträge später. Ich will jetzt erstmal Lodgok ein bisschen helfen. Phönixflug, okay. Oha. Da war ich doch mit Sebastian. Alter Kompass. Muggelkompass. Kann ich doch lang. Ah, nicht ganz. Naja, dann genieße ich einfach die schöne Aussicht. Ist doch auch was. Ist doch auch was. Rebelli. Die nehme ich mal mit. Das auch. Da gibt's. Was war das denn jetzt? Das hat sich jetzt sehr komisch angehört, dieser Soundbug. Wer hier wohl gelebt hat? Hier war ich doch schon mal. Ich meine, hier hätte ich doch ein paar Gegner fertig gemacht. Keine Ahnung, vielleicht habe ich das auch schon gemacht. Wer weiß, wer weiß. Das habe ich gemacht. Ach, die schon wieder. Alter, du bist so gut und tot. Au. Ja.
Revelio. Gibt's hier noch? Ja, mach das. Lazio, Befindo. Ist da jemand? Komm, Fringo. Lazio, Befindo. Tschüss. Ihr Lümmel. Kann ich da nicht einfach... Ja gut, ich kann auch darüber laufen. Da muss ich nicht übers Wasser fliegen. Würde zwar einiges vereinfachen, aber ich habe das Gefühl, mit dem Fliegen mache ich mir einiges kaputt. Revelio. Da ist noch eine Burg. Gibt's hier irgendwo... Ja. Da gibt's da noch hier so ein Florfliegen... so ein... Flordingsbums. Revelio. So, weg mit den Viecher. Level up. Bin noch da. Revelio. So, komm her, du Lümmel. Au! Au. Mach ich anders. Oh. So, fort mit den Viechern hier. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Das sind jetzt nur Furten, Fährtenleser. Werde ich wahrscheinlich später brauchen. Ah, außen. Okay, verstehe. Was war das denn? Oh, meine Fresse. Au!
Position. Alter Schwede. Es hat gesessen, nicht wahr? Du solltest verbringen. Perfekter Treffer. Oh Mann, was ist denn mit dem los hier? Alter, von allen Ecken kamen diese Ficker an. Das ging mir jetzt gerade leicht auf den Sack. Der Ort auf der Karte ist nicht weit von hier entfernt. Ja, mache ich später. Hippogreif markiert die Stelle. Mehr wollte ich doch gar nicht. Was haben Sie jetzt vor? Was haben Sie jetzt vor? Ach, die Dame ist eine gute. Ich will tatsächlich nochmal gleich gucken, wie weit wir jetzt sind. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Part weiter. Jo, das schickt. Macht's gut. Tschüss.